Sonnele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannten Folge von Planet Coaster. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, weiter geht's im Programm. Ich habe das Ganze ein bisschen weiterlaufen lassen. Du siehst hier unten, wir haben 24.000 Forschungspunkte. Die können wir jetzt gleich wieder schön ausgeben. Und dann schauen wir mal, was für Fahrgeschäfte wir heute bauen und wie wir das Ganze so ein bisschen verschönern wenigstens. Muss ja zugeben, was heißt, ich muss es zugeben, ihr seht es ja auch, dass ich jetzt nicht der Allerbeste im Schönbau bin, ne? Aber es macht mir trotzdem mega Spaß und wir können ja zusammen Ideen erarbeiten und üben, damit wir besser darin werden. Denn jeder weiß, ohne Fleiß kein Preis und nur Übung macht den Meister, ne? So, die zwei fahren hier Autoscooter, die freuen sich ganz dolle. Zum Beispiel was, muss ja ehrlich sagen, ne, so Spiele liebe ich, aber hier selber Rummelplatz, Freizeitpark, gerade Autoscooter und so. Warum? Was macht Spaß daran, mit so einem Ding durch die Gegend zu cruisen und andere zu rammen? Ich weiß es nicht. Nicht meine Welt, aber was soll's. So, gucken wir erstmal wieder bei den Ebenenfahrgeschäften. Achterbahn möchte ich noch ein bisschen warten. Ich möchte die vielleicht hier kreuz und quer durchmachen. Das wäre geil. Das wäre richtig geil, wenn die so, woo, weißt du, hier so durch und dann irgendwie geschlängelt hier so rüber, so lang dadurch, einmal über die über den Weg hier oder so. Würde ich schon feiern, wäre geil. So, wir wollen selbst erstellen, dann gucken wir mal. Den haben wir noch nicht. Bumpin' Derby haben wir, die haben wir ja letzte Folge alle nachgeguckt, ne? Den Monsoon haben wir auch noch nicht. Skywatcher haben wir noch nicht. Den haben wir noch nicht, den Synchronize und die Tiny Ice haben wir auch noch nicht. Die würden eigentlich alle gut hier drauf passen, aber ich möchte auch erstmal irgendwo noch so eine Fressmeile bauen. Das wäre auch ganz gut. So, fangen wir mal mit einem kleinen Tiny Eye an. Das ist ja wirklich mini, 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 ne? Ich weiß auch nicht, warum wir hier gerade keine Musik haben. Kann ich das so dahin? Lol, der snappt sogar. Nice. Der snappt hier dran. Wie geil. Will ich eigentlich nicht. Aber okay, pass auf. Wir stellen ihn mal hier so rein. Sagen wir mal so. Ja gut, so, jetzt haben wir hier den Eingang und da den Ausgang. Das hier wird dann unsere Warteschlange, warum auch immer. Ja, nee, ist klar, guck mal, so geht das. Okay, interessant. Interessant. Ja, allerhand, der Elefant, ne, oder wie war das? So, jetzt muss das Ding hier natürlich wieder getestet werden, hat keinen Strom. Wir haben zwei Kommentare, unter anderem den vom Norbert. Der schreibt, du kannst mehrere Stromverteiler mit einem Generator verbinden, du brauchst nur über den ganzen Platz sie zu setzen. Wenn überall Strom ist, wird dir das in der Farbe mitgeteilt. Ja, das habe ich mitbekommen. Wir können ja mal gerade gucken, ob ich das noch hinkriege hier mit dem Stromverteiler. Überall in der gelben, hier, ne, im gelben hier ist Strom. Oder, wenn ich das richtig sehe oder richtig interpretiere, was du gesagt hast. Aber ich habe hier halt einen neuen hingesetzt, weil wir sehen schon, verfügbar 0 von 120. Da muss man dann gucken, was bringt es mir jetzt, wenn ich jetzt hier, 20 Verteiler hinpacke und die alle an den anschließe. Weil 0 von 120, 53 von 120... Habe ich mich da jetzt ein bisschen vertan oder meinst du was anderes? Generatoren. Stromgenerator 1, 66 von 120. Okay. Da sehen wir, wer hier alles Strom braucht. Das ist interessant. Was haben wir hier noch? Personalzonen. Aha. Im Browser orten, Gebäude auswählen. Warte mal. Ich kann eine erstellen. Jetzt kann ich sagen, wo der nur rumlaufen soll, ne? Haben wir das endlich gefunden? Okay, nee, ich will hier jetzt keine neue Personalzone erstellen. Ich will einfach Parkverwaltung beenden. So, jetzt ist sie wieder weg. Sehr gut. Das ist nämlich was, was wir auch noch müssen, ja? Jetzt hat er auf einmal doch wieder Strom oder was? Was denn nu? Hm. Okay, ist er dann jetzt hier angepasst? Wir haben ja gesagt, wir machen die auf 0. So, dafür ist dann der Parkeintritt ein bisschen teurer. Wartung. Alle 60 Minuten, ich denke, das ist in Ordnung. Betrieb immer voll besetzt. Prestige-Personal haben wir auch ein. Testen, Finanzen angepasst. Ach, testen geht, aber dafür hat er jetzt keinen Strom. Ey, das ist... Warum?
Warum wieder? Das ist doch doof. Da muss ich sagen, es ist realistisch, ne? Aber ich persönlich habe dann immer, wie soll ich sagen, ich habe es dann lieber wie im ersten Teil, wo du die einfach hinsetzt und die aus Luftstrom ziehen. Weil ich möchte dann immer bauen, ich möchte mich mit sowas nicht beschäftigen. So, Servicegebäude. Das heißt, die brauchen jetzt wieder Strom, weil hinten der Generator voll ist, ne? Der kann nichts mehr abzwacken hierfür. So stelle ich mir das vor. Wenn ich Blödsinn habe, Norbert, darfst du mich natürlich gerne korrigieren. Stromverteiler, Stromgenerator. So, deswegen baue ich hier überall neue Stromgeneratoren, ja? Dass ihr Bescheid wisst. Natürlich direkt davor. So, hier gibt's eh nichts. Kannst du so dran machen. Ich will die jetzt miteinander verbinden. Das ist auch sowas. Wie kann ich die miteinander verbinden? Fertig. Schließen. So, und jetzt will ich hier verschieben. Hat der jetzt Strom? Nein. Status 1. Aber er hat hier nicht, ist nicht an Verteiler angeschlossen. Warte, verschieben. Nope. Verbundene Verteiler 0. Mach zu. Warum kann ich jetzt nicht einfach miteinander verbinden? Bin ich wirklich so dämlich, dass ich das nicht finde? Wartung. Verteiler. Ja. Erweiterte Einstellung. So, Gebäude auswählen, von Gebäude trennen. Das hier oder was? Das ist ja ein Gebäude. Nein. Personalzone im Browser öffnen, von Gebäude trennen. Den hier extra gesetzt immer, ne? Mach weg, dann machen wir es halt einzeln. Ich sag ja, keine Ahnung, es ist wirklich... Ich weiß nicht, wie ich das immer hinkriege. So, guck, wenn ich den jetzt so verbinde, geht das direkt. Andersrum, keine Chance. Warum auch immer. Ist halt so, aber jetzt müsste der hier Strom haben, ne? Du müsstest jetzt Strom haben, jawohl. Piu, piu, da ist was Neues aufgemacht worden. Der hat jetzt hier 120 von 120 verfügbar. Sehr gut. Oder hier waren wieder 3 Pixel nicht drin. Das kann natürlich auch sein. Bringen die ja auch fertig. Kurzen Schluck getrunken. So, erweitertes Verschieben. Nein, ich möchte klonen. Wir brauchen hier ein bisschen Licht, weil es ja schon wieder dunkel ist. So, hier darf auch noch was stehen. Muss eigentlich reichen. Hier hinten ist noch ganz dunkel. Ach, das ist der Wartungstechniker. Okay. So, hier noch ein paar Sachen hin. Das sieht doch schön aus. Hier kann auch noch ein bisschen Licht hin. Jetzt regnet es auch noch. Jetzt regnet es auch noch. Igitt. So, da einen hin, da einen hin. Hier noch so ein bisschen. Kann man hier irgendwo noch einen hinmachen? Der ordentlich steht. So, da. Alles klar. Sehr schön. Haben wir das. Kriegen wir das hier noch irgendwie hin? Da kann noch einer rein. Hier wird es verdammt schwer. Doch, das geht so. Perfekt. Und auf Ecke. Wunderbar. Haben wir schon mal wieder ein bisschen Licht hier. So, was sagen eigentlich die Eintrittspreise? 182.000, das sollte locker reichen. Wir könnten jetzt mal bei den Schienenfahrgeschäften, nein, wir waren bei den Fahrgeschäften, ne? Tun wir einfach so weit erforschen, wie es geht. So, sind wir bald durch, viel fehlt nicht mehr. Wir sind in Kapitel 3 angelangt, bis Kapitel 4 geht's. Einschließlich, was haben wir denn jetzt für Ebene Fahrgeschäfte hier neu? Behemoth Swing, ach du Kacke, Big Wheel könnten wir auch noch hinsetzen. Frenzy Frill, Iron Claw, Monsoon Shooting, die kennen wir ja, Overpower, Parallelogramm. Alter, es gibt ganz schön viele, du, muss ich mal sagen. Wild Blue, das gefällt mir. Ist auch sehr dezent und klein, wie man sieht. Auf jeden Fall. Muss mal gucken, bis wohin der Strom hier geht. Mehr als genug. Okay. So. Das heißt, dann machen wir mal Folgendes. Ich hätte nur gerne erst einen breiten Weg hier durch.
10 hatten wir immer, ne? Genau, mache ich den mal hier so lang. Gucke mal, schau, bis hier hinten hin. Nein, geh weg. So. Wie machen wir das jetzt? Jetzt kommt diese Monsun-Shooter oder wie das Ding heißt hin. Was, wir hatten das Riesending hier. Wild Blue war das, ne? Genau. Übelkeit 4,2. Ja, ihr dürft hier rein. Guck, so. So dürft ihr hier rein. Oh, wir müssten das eigentlich drehen. Kommt noch ein bisschen. Machen wir mal so. Zack. Kommt der Eingang hier rein. Und der Ausgang kommt hier. Bis hier unten hin. Ich weiß nicht, warum die letzte Kante immer nicht sauber da dran kann. So gerade wie es nur geht irgendwie. Ah, jetzt habe ich schon wieder ausgemacht, ne? Jetzt habe ich schon wieder ausgemacht. Testen kannst du schon mal. So, wir müssen natürlich auch wieder voll machen, das Ding. Voll besetzt. Prestige, yo. Testen ist 13,56 pro Fahrt. Die spinnen doch. Premium Pass aktiviert. Diesen. Könnte man eigentlich mal machen mit dem Premium Pass, ne? Ich warte nur drauf, dass hier irgendwie mal eine Gondel abreißt und. Weg. Gäste können Wild Blue 2 nicht erreichen. Ja. Weil ist ja auch noch gar nicht offen. Musste warten, mein Freund. Wir brauchen jetzt erstmal hier Straße. Wieder die normale. War nicht 10, sondern machen wir 4 hier. Bitteschön. So, die hätte ich gerne wieder. Die müssen ja überall hin. So. 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 Dankeschön. Bist du fertig? Hier, mach mal auf. Kümmert sich um Wild Blue 2. Wir stellen mal direkt noch ein paar mehr ein hier. Verkäufer auch, weil die werden wir gleich brauchen. 3, 4, 5. So, von jedem mal 5, ja. Dass wir mal ein bisschen mehr Mitarbeiter haben. Ohne zu gucken, direkt rein da, weißt du. Rettungsschwere brauchen wir nicht. Techniker auch noch. 2, 3, 4, 5. So. Hausmeister. 1, 2, 3, 4 und 5. Bitteschön. Kannst du noch einen Chief Beef nehmen? Kannst du noch so eine Kuh nehmen? Wir können noch. Wer ist das hier? Crescendo Melodis. Wer auch immer das ist. Keine Ahnung. Sieht aus wie Trubadix. Ich nenne ihn jetzt nur noch Trubadix hier. Dein Personal sucht über lange Zeiträume hinweg was? Nach einer Tätigkeit. Die haben gleich genug zu tun, glaub mir. So, weil jetzt möchte ich hier mal eine große Fressmeile hinbauen. Jetzt muss ich nur gucken, gibt es auch, es sind nur Wege. Gibt es auch Zeichenwerkzeug, Stempel, Rundungswerkzeug, Anpassungspinsel, Bearbeitungswerkzeug. Gibt es auch irgendwie Böden, wo ich so die Bänke draufstellen kann? Das würde mich mal interessieren. Obwohl, ich habe eine Idee. Pass auf, wir machen das mal zähnebreit wieder. So, feste Länge, 4 Meter, kann es sein. Ja. Ah. Das jetzt so mache. Ich will hier runter. So, die Bänke kann man ja alle wegmachen. Wenn ich jetzt Stempeleditor, Rundungswerkzeug, geht das? Oh, dann könnten wir die noch ein bisschen länger machen, ne? Warte mal. Nicht die hier, sondern abreißen. Wo ist der Bulldozer? Da ist der Bulldozer. Das passt sogar. Wir müssen nur hingehen, die alle wegmachen. Die setzen wir hier mal von Hand hin. Ich weiß, es ist natürlich wieder dunkel. Wir kennen es, ne? Das ist halt... Warum ist es bei mir hier immer dunkel?
Dunkel, dunkel, dunkel. Muss ich auch noch gucken, ob ich irgendwie das auf dauerhaft Tag einstellen kann. Das stört mich so ein bisschen, dass ihr hier nicht seht. Da stehen sie wieder alle. Alle wollen sie mit dem Ding fahren. Viel Spaß, wer hier hochklettert und da arbeitet. Liegen die da drin? Nein, die sitzen da drin. Aber trotzdem. Wer geht freiwillig auf so ein Ding? Wer? Ich? Nicht. Ich? Nicht. So, und jetzt fangen wir nämlich mal an. Servicegebäude, Personalservicegebäude können wir auch noch dazu nehmen. Klein, Workshop, nein. Service mittel, Service groß. Uiuiui. Okay, das ist schon zu groß, das guckt da hinten rein, ne? Kann das sein? Jo. Darf da gar nicht hin. Okay, dann braucht man ein kleines, ne? Könnten wir so hier hinstellen. Jo. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier Essen. Wir haben die Hüte. Drehen wir rum. So. Dumm, die dumm. Gut, dass ich Platz gemacht habe. Das wird jetzt alles so hier vollgesetzt, ja? Ich weiß, ich bin jetzt nicht so gut hier in dem Bauen. Habe ich ja gerade schon gesagt. Deswegen... Was? Wege kreuzen sich? Wo kreuzen? Ach, der hat Chill-Fahren daneben, okay? Deswegen machen wir hier alles einzeln so dran, so vorgefertigt, ja? Wo immer es geht, machen wir das so. Jetzt kommt als nächstes Hotdog-Squad. Die müssen ja auch alle arbeiten hier, ne? Jetzt kommt Lattelauf hier. Was? Gäste können Hotdog-Squad nicht erreichen? Warum? Du kannst doch hier hin, was erzählst du? So, Lattelauf. Was haben wir hier? Viva la Vegan. Natürlich müssen wir auch was für die Veganer bereitstellen. So, Chief Beef. Direkt daneben die Burger. Da können die sich gegenseitig prügeln. Was jetzt das Bessere ist. Pulpi. Just a Momento. Jawohl. Dann haben wir Pipshot Juice. Ah, das gefällt mir. So muss das sein. So, Pizza Pen. Alles werden wir hier nicht reinkriegen, wenn ich das wieder so sehe. Slush Hour. Jawohl. Ist das hier? Splash Emporium brauchen wir eigentlich nicht. Cosmicau, weil wir haben ja, noch keine... war der letzte, ne? Gelato. Ne, Cosmicau. Gelato Brothers muss noch hier hin. So. Und dann haben wir hier unten noch, ne? Was haben wir hier? Gästedienstleistung kann auch hier hin. So. Man muss die Bank da halt weg. Was ist das hier? Körpertrockner braucht man nicht. Wir haben keine. Umkleideräume brauchen wir auch nicht. Toiletten sind wichtig. Die kommen dann gesondert noch hier hin. Packen wir mal hier neben so gesondert. Ja, da ist Platz. Sehr gut. Jetzt müssen wir die ganzen Buden aufmachen. Unsere Mega-Fressmeile. Ich bin mal gespannt. So, öffnen. 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 Wir haben 1600 Leute. Ah, das sieht doch gut aus. Kein Strom. Okay, das ist schon wieder zu weit weg hier hinten. Ah, das ist ja nervig. Dann setzen wir da gleich nur einen hin. Pass auf. So und so und so. Weil der müsste eigentlich genug Strom haben. Gehen wir mal hin. Servicegebäude, Strom, was haben wir hier? Stromverteiler, das ist der kleine, den setze ich jetzt hier hinter so. Der muss ja nicht da dran, ne? Guck mal, eigentlich müsste der hier drin sein. So, den kann ich ja jetzt auch da hinten anschließen, ne? Jo. Jetzt müssten ja auch alle Strom haben, oder? Ist ja schon wieder 0 von 120. Wie schnell sind die Dinger leer? Oder muss der wieder repariert werden? Abzug für Bedingungen 0. Okay. Das ist ja komisch. So, das ist nur für die Mitarbeiter. Wir brauchen mal Licht. Es regnet schon wieder. Oh Gott, ey. Warum? Warum? Guck's dir an. Alle wollen sie nur essen und trinken und hast du nicht gesehen. Erstmal brauchen wir Bänke. So, geben sie mir die Bänke. Die hau ich jetzt in die Mitte hier. Was mache ich? Nein, doch nicht dahin. Dreh mal, so hätte ich die gerne.
So. So. Dann kannst du die noch so machen hier. Sehr gut. Jetzt brauchen wir die Lampen. Na. Ah ja, wo sitzt du bitte? Interessant. Interessant. So, der hier geht lustigerweise auf. Okay, interessant. Warum haben die beiden keinen Strom, wenn ich fragen darf? Mülleimer. Haben wir hier auch nirgends. Müssen wir auch noch nachziehen. Was sind die hier? Genau. Oh, Sole mio. Das wir am Rumjaulen. Wenn man das Musik nennen kann, ich weiß ja nicht. Oder Gesang vielmehr. Ich weiß ja nicht. So, und so. Aha, da schmeißen sie alle ihre Müll rein, siehst du. So, und so. Ist nicht 100% gerade, aber sieht gut aus. Der zweite Kommentar heute kommt von Beate Berger. Hast du rausgefunden, dass du die Bäume etc. auch skalieren kannst? Habe ich, aber sie sind mir trotzdem noch zu groß. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich möchte jetzt wissen, warum die da hinten keinen Strom haben. Das Ding ist voll. Hier regnet es wie Sau. Ja, guck, die wollen alle hin. Die wollen alle Hüte, Ballons und was weiß ich. Scheinen wir gut Geld mitzumachen. 166.000 haben wir. So, schon wieder 7.000 hier. Was gibt's da Neues? Nix Holzachterbahn. Geh weg. Wir waren bei den Fahrgeschäften. 7.200 Radfahrgeschäfte. Okay. Zack, wieder was Neues. Sehr gut. Heutiger Profit 1300. Ich glaube, wir müssen... Aha, Profitaufschlüsselung. Minus 45. Barmittel, Baukosten, nix. Darlehen haben wir keine. Parkverwaltung hätte ich gerne mal. Optionen haben wir das hier. Aus 20, mach mal 35. Jawohl. So. Poolpass haben wir keinen, Premiumpass angepasst, kostet 30, machen wir 50, aber haben wir ja eh nirgendwo. Premium-Schlangen müssten wir vielleicht mal machen. Ah, ich mag die Fressmeile, ich mag sie. Sehr schön, so langsam wird der Park doch recht lebendig. Wenn dieser Regen mal weggehen würde und warum auch immer die hier kein Strom haben, ich weiß es nicht. Ich muss da jetzt wieder zwingend einen neuen Stromgenerator hinsetzen, ne? Und ihr habt ja gesehen, wie gut ich die setzen kann hier. Das nervt einfach nur. Aber das gefällt mir. Die Mega-Fressmeile hier. Und alle hängen sie nur da. Ist so lustig. Mann. So, genau, lass mich mal da rein. Ich will Pause machen hier. Ja? Aha, musst neue Ballons kaufen. Da, 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 da. 1500 Leute haben wir. So, da müssen wir auch gucken, dass es nicht zu viele werden, weil ich denke mal, das wird sein wie beim ersten Teil. Irgendwann hast du so viele, dass es nur noch anfängt zu laggen. So, was haben wir hier? Gulpi Sodaline hat nicht genug Strom, um zu öffnen. Ja, das weiß ich. Nicht genug Strom. Das sind die beiden da hinten. Hat mehr als 4 Stunden ohne Pause gearbeitet. Ja, wir haben doch schon neue Leute eingestellt, sodass ihr auch mal Pause machen könnt. Die können euch ablösen. Aber das heißt im Endeffekt, die dürfen immer nur 4 Stunden arbeiten und dann gibt's Pause, oder wie? Hm. Alles krumm und schief hier. Ich brauche echt so ein Propline-Tool. Gibt es sowas hier? Weiß das wer? Okay. So. Können wir das denn hier? Das könnte man jetzt ein bisschen grün machen. Halt sehr, sehr nackelig hier. Gib mir mal so einen Baum. Kopieren. Die setzen wir jetzt mal alle so hier rein. So. Da kommt einer hin. Hier können wir auch mehr hinsetzen. So, passt hier noch einer hin. Da passt auch einer hin. Da oben passt einer hin. Sehr gut. Nee, ich will den Ben nur hier hin haben.
Einfach so. Das sollte auch passen. Hier auf die Ecke noch. So. Das sieht doch schon direkt viel schöner aus. Mit den Bäumen. Die sind zwar auf 50% skaliert, aber ist irgendwie immer noch zu groß. Und du hast gesehen, ne? Szeneriebewertung, also irgendwann müssen wir auch selber noch was bauen. Mit Gebäuden drumherum und was weiß ich. So, dass die Szeneriebewertung hochgeht. Sind die hier, ist das geöffnet oder ist das geschlossen? Speichern, bearbeiten, nein, brauche ich nicht. Objekte insgesamt 68. Getäfelte Wand, 4 Meter. Ich will doch nur die Toiletten sehen hier. Mal gucken, geht da wer rein? Da ist auf jeden Fall wer am sauber machen. Okay. So, die kosten 90 Cent. Okay. Und mir fällt gerade auf hier, wir machen Minus. Kosten 3500, Einnahmen 1700. Okay. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Aber das kriegen wir schon noch hin. Wir können ein bisschen Verlust können wir ja machen. Das passt ja von der Menge an Geld, das wir haben. Die stehen auch alle hier rum. So, vielleicht machen wir irgendwann so Schwellenpreise. Dann kosten die ganzen Fahrgeschäfte nur 50 Cent oder so. Ist ja auch ein Haufen Kohle, den du da einnimmst. Bei der Menge an Gästen, die wir haben. Aber ich würde sagen, ein bisschen was haben wir hingekriegt. Ne? Wir haben hier diesen komischen, das kleine Ding hier gemacht. Relativ ruhig. Wir haben hier was für den Nervenkitzel gemacht. Wir haben eine mega Fressmeile gebaut, auch wenn da zwei Buden zu sind. Und wir haben auf jeden Fall eine Menge eingenommen durch die ganzen Regenschirme, wie ich gerade sehe hier. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.